im Duisburger Wedau-Stadion wollten 12.000 Fans feiern, und zwar den Klassenerhalt. Dafür benötigen sie einfach nur einen Sieg gegen den TSV 1860 München. Klingt einfach, denkste, die Kölner Elf reist nämlich gerne. Nur eins der letzten 9 Auswärtsspiele hat das Team der Löwen verloren. Und so hatten sie eine breite Brust, auch in dieser Situation. Spielminute 9, Lex auf Biancardi, 1:0. Mit dem ersten Angriff gehen die Gäste in Führung. Da fragt man sich natürlich auch als Leo Weinkauf, ist das wirklich das Maximum an Verteidigung? Lex hier viel zu einfach, findet er den völlig freien Biancardi. So geht das nicht in Liga 3. Frage war, wie reagierten die Zebras? Schauen wir mal auf diese Situation. Hier Murgalla, der 17-Jährige, heute in der Startelf für Salga. Das speichern wir uns mal ab. Spiel läuft nämlich weiter, gehen in den Strafraum. Bakalorz gegen Kapitän Lex und, Sie hören's, Robert Schröder, der Schiedsrichter, entschied auf Elfmeter. Das schon, ja, eine sehr harte Entscheidung. Natürlich, er kommt von hinten, es ist unglücklich. Ja, da hatte der MSV einfach kein Glück in dieser Situation. Marcel Bär, schon 15 Mal in dieser Saison getroffen, war selbstbewusst, nahm sich diese Situation und blieb stabil. Keine Chance für Leo Weinkauf. 2:0 für 1860 München. Aber jetzt, wir hatten die Situation abgespeichert, hier, das ist ein Handspiel von Murgalla. Diese Situation darf gar nicht entstehen. Kein guter Moment für Robert Schröder und sein Assistententeam. Irgendwie auch die Zebras danach durch den Wind. Nur 2 Minuten später Stefan Lex mit dem 3:0 auf Vorlage von Bär. Wieder Bakalorz, der viel zu weit weg war. 3 Backpfeifen in so kurzer Zeit für die Duisburger, die eigentlich offensiv mitmachten. Viele Chancen hatten, so wie hier zu sehen, nach 30 Minuten. Kolja Pusch, im Übrigen sei noch dazu gesagt, Marco Hiller heute brillant aufgelegt. Der Mann der letzten Wochen, Kolja Pusch, entscheidende Treffer erzielt. Hier fast mit dem Anschluss. Hagen Schmidt aber natürlich mit der Gesamtsituation unzufrieden. Wechselte dann, sah er diese Ecke in den zweiten 45 Minuten gegen sich. 49. Minute, Yannick Deichmann, 0:4 aus Sicht des MSV. Unfassbar eiskalt diese Löwen vor dem Tor. Und hier Gembales. Nicht gut im Zweikampf. Ihn hatte Hagen Schmidt gebracht. Der sollte für Stabilität sorgen. Sah aber nicht danach aus, dass ihm das gelingen würde. 66. Minute, 5:0. Wieder Vorlage Lex. Und 35 Sekunden nach der Einwechslung machte Greilinger sein Tor. Es klappte alles bei der Kölner Elf. Auch 4 Minuten später wieder Stefan Lex. Das jetzt seine 5. direkte Torbeteiligung. Marcel Bär macht das Sixpack voll. 6:0 für die Löwen. Absoluter Wahnsinn. Schauen Sie auch mal auf Gembales. Das ist ja Wahnsinn. Das hat mit Verteidigung nichts zu tun. Was für eine Abreibung für den MSV Duisburg. Ja, so kurz nach dem Spiel ist immer schwierig, das so in Worte zusammenzufassen, aber ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Wir hatten heute eine riesen Chance, alles zuzumachen, dass wir diese nicht gute Saison doch noch versöhnlich abzuschließen. Das haben wir jetzt auf nächste Woche verschoben. 6:0 finde ich schon ein bisschen hoch, weil Duisburg, glaube ich, 4-mal allein aufs Tor gelaufen ist und Marco Hiller überragend rettet. Aber wir waren sehr effektiv. Wir waren geschlossene Einheit heute. Und klar, dass der Sieg dann verdient war, brauchen wir nicht drüber sprechen. Sie fügen dem MSV die höchste Drittliga-Niederlage der Geschichte zu. 6:0 und bringen sich selber in die Pole Position im Gerangel um Platz 4. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.